Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Hallo Musikbox von Prinz Pi. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Hallo Musik von Prinz Pi, das Ganze aus dem Jahr 2011. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist eine Kartonbox. Ganz schlicht in braun. Und auf der Oberseite haben wir hier einen Sticker. Hier lesen wir Prinz Pi, Hallo Musik, Keine Liebe Records, Limited Edition. Unten links gibt es dann die Beteiligten und die Website sowie den Twitter-Auftritt von Pi. Und rechts gibt es dann noch einen Barcode. Ja, das Ganze aus dem Jahr 2011 auf dem vorhergehenden Album Auf Rebell ohne Grund. Hat sich Prinz Pi verabschiedet mit den Worten Tschüss Hip-Hop, Hallo Musik. Und genau dazu ist es dann gekommen. Wir haben hier eine Box und in dieser befindet sich ein Shirt und das Album. Dann packen wir die Box mal wieder zusammen. Und das, was an dieser Box oder an diesem Album speziell ist, wir haben hier kein neues Pi-Album im eigentlichen Sinn, sondern wir haben hier eine, mehr oder weniger eine Compilation, ein Best-of. Bedeutet, wir haben hier Titel, die Prinz Pi bereits rausgebracht hat, allerdings in neuem Gewand, also in Akustikvariation. Neue akustische Aufnahmen alter Songs, genau hier lesen wir es. Prinz Pi, Hallo Musik, das Cover in Schwarz und Weiß, erinnert ein bisschen an das Cover von Rebell ohne Grund. In einem regulären Toolcase das Ganze, hier lesen wir auch wieder Prinz Pi, Hallo Musik und die Katalognummer. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Wir haben hier 14 Tracks an der Zahl. Es sind großteils bekannte Pi-Songs bzw. Hits von Pi. Also unter anderem Du bist oder auch Mädchen vom Werbeplakat, Generation Porno, also sowohl neuere als auch etwas ältere Tracks, Beteiligte plus Barcode und hier haben wir einen Einblick in die Studioarbeiten. Ja, hier oben war noch irgendwie ein Aufkleber, deswegen sieht das hier etwas hässlich aus, die Reste, die muss ich dann nochmal bei Zeit entfernen. Dann schauen wir mal ins Innenleben. Als erstes kommen wir zum Booklet. Hier lesen wir wieder Hallo Musik, also das ist das Cover, nein, das Cover, wo haben wir es hier? Das Cover der Box, nochmal in schwarz-grau. Dann werden hier diverse Songs neu eingespielt, neu interpretiert. So sieht das aus, also hier entstand wohl das Album. Dann haben wir die Albumwidmung, also hier hat uns Pi einen Text geschrieben, was er mit diesem Album vorhatte, hier gibt es seinen Hund, hier wird die Widmung dann noch fortgeführt, Prinz Pi, Hund, Studio, noch mehr Studioaufnahmen, dann haben wir die Credits zum Album und weitere Eindrücke, wie es da so hinter den Kulissen aussieht, beziehungsweise ausgesehen hat. Ich reduziere mich auf das Minimum. Jawohl, das war's zum Booklet. Großteils schwarz-weiß. Die CD, wie man es von Pi gewohnt ist, in so einer Vinyl-Optik. Also in schwarz und sogar hier so die Rillen drinnen. So sieht es aus. Das gefällt mir immer gut. Und auf der Rückseite nochmals das Cover der Box. So, und dann kommen wir zum zweiten Boxinhalt. Und zwar dem Shirt. Und auf diesem Shirt ist das bekannte Artwork drauf. Das Shirt in schwarz, der Aufdruck darauf in weiß. So sieht das aus. Hallo Musik, Prinz Pi und Keine Liebe Records lesen wir hier. Auf der Rückseite ist das Ganze ganz einfach in schwarz gehalten. Und wir haben es bei diesem Shirt zu tun mit einem Fruit of the Loom Classic Value Weight in der Größe L. Die Größe war meines Wissens Standard, also die konnte man nicht irgendwie auswählen.
Und wir haben es hier zu tun mit 100% Baumwolle und Made in Marokko. Grüße gehen raus. Wir packen das Shirt wieder zusammen und kommen zum Ende. Also, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe L und das Album bzw. dieses Best-of, diese Compilation mit insgesamt 14 Tracks im regulären Jewelcase. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Hallo Musik von Prinz Pi. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Prinz Pi unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.